2 Tage Spielemesse und viel zu viele Spiele. Wie ihr unschwer erkennen könnt, habe ich einige neue Schätze in meiner Sammlung. Wir waren nämlich 2 Tage auf der Spielemesse in Essen, der weltgrößten Brettspielmesse. Und ich habe mir gedacht, ich zeige euch einfach jetzt mal in einem kleinen Schnelldurchlauf in Zusammenhang mit einem kleinen Recap von der Messe, was ich mir bzw. was wir uns Neues gekauft haben. Wir hatten nämlich einige Spiele bei uns auf der Liste. Ich habe ein paar Spiele gefunden, die ich schon sehr lange wollte, mir bis jetzt aber noch nicht gekauft habe und zu einem super Preis auf der Messe holen konnte. Und ein paar Spiele, die wir so gar nicht auf dem Schirm hatten, die dann einfach so ein bisschen noch mitgekommen sind. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Wenn euch eins der Spiele interessiert, ich habe versucht, die Links rauszusuchen, sofern die Spiele aktuell verfügbar sind. Es sind nämlich auch, glaube ich, 1, 2 Spiele drin, die offiziell noch nicht draußen sind, die man aber auf der Spiel schon holen konnte. Und ich glaube, das ein oder andere ist aktuell auch vergriffen, aber ich werde versuchen, auf jeden Fall alle Links rauszusuchen und packt ihr euch unten in die Videobeschreibung. Es wird dieses Jahr auf YouTube auch keinen Vlog von der Messe von mir geben, aber ich werde auf TikTok einige Videos hochladen, die so ein bisschen die Eindrücke von der Spiel wiedergeben. Schaut da sehr gerne mal vorbei, Link ist unten in der Videobeschreibung. Wir werden die Spiele heute auch nicht auspacken. Ich werde euch ein bisschen was dazu erzählen zu den einzelnen Spielen, sofern ich das kann. Einige davon kenne ich auch noch nicht. Das ein oder andere Spiel war auch auf der Liste von Chris, von daher kenne ich zu dem Spiel zum Beispiel auch gar nichts. Es werden aber einige Unboxings auf TikTok kommen und auch bei mir im Stream werde ich das ein oder andere Spiel mit euch zusammen auspacken. Links zu den Kanälen findet ihr auch in der Infobox. Ich möchte das Ganze, da es ein Recap werden soll von der Messe, ein wenig chronologisch aufbauen, was nicht immer ganz funktionieren wird, aber ich werde mein Bestes geben. Und ich würde sagen, wir bauen das da jetzt gerade mal ein bisschen um, weil so kann ich euch die Spiele nicht ordentlich zeigen. Wir waren donnerstags morgens direkt um 10 Uhr mit am Start und wir sind zwar in Halle 6 gestartet, weil unser Eingang vom Parkplatz da einfach direkt in der Nähe war. Wir sind aber zuerst in Halle 3 reingesprungen, unter anderem wegen diesem Spiel. War of the Ring stand auf der Liste von Chris. Das ist das Kartenspiel zu Herr der Ringe. Und wir waren auch froh, dass wir wirklich direkt morgens hingegangen sind, weil ich glaube, nach 2 Stunden war dieses Spiel für den Donnerstag zumindest komplett ausverkauft. Freitags lief es ungefähr genauso. Und Samstag und Sonntag war ich mir gar nicht mehr sicher, ob es überhaupt noch was davon gab. War of the Ring ist von Ares Gaming gepublished, ist aktuell meines Wissens nach nur auf Englisch verfügbar. Ich glaube, das kommt auch tatsächlich erst raus. Das war so ein Titel, der noch nicht offiziell released ist, aber schon auf der Spiel zu kaufen war. Ich habe ein bisschen abseits gestanden und mir das Ganze angeguckt. Es war wirklich lustig. Es gab schon eine riesige Schlange, direkt so 9:55 oder sowas. Gab es eine riesige Schlange. Und jeder wollte dieses Spiel kaufen und es gab einen Kerl an diesem Stand, der wirklich immer nur, keine Ahnung, so 5 Spiele gebracht hat, die da hingestellt hat und schon wurden alle wieder mitgenommen und er immer nur von links nach rechts und Spiele hingepackt und noch mehr und noch mehr. Also das Spiel war wohl nicht nur für Chris, sondern für sehr, sehr viele andere Leute wirklich so ein Highlight und wir waren sehr froh, dass wir direkt hingegangen sind und uns das erstmal gekauft haben. In Halle 3 sind wir dann auch am Pegasus-Stand vorbeigekommen und haben uns Dorfromantik gekauft. Dorfromantik ist meines Wissens nach auch noch nicht offiziell verfügbar, gab es aber auf der Spiel. Das ist die Brettspiel-Adaption zu dem gleichnamigen Videospiel. Es ist so ein Legespiel, ähnlich wie Carcassonne, bei dem man Plättchen entsprechend legen muss, um Punkte zu sammeln und gewisse Gebiete quasi aufzubauen, zu erstellen oder abzuschließen. Das Videospiel ist so ein cozy, aber doch anspruchsvolles Legespiel für die Switch und auch für Steam. Und was sehr, sehr cool war, wenn man sich Dorfromantik das Brettspiel geholt hat, hat man auch einen Steam-Key dazu bekommen. Wir werden das also demnächst mal im Stream zusammen anzocken. Und das war so ein bisschen unser Highlight, das wollten wir unbedingt haben. Das ist von einer deutschen Studentenarbeit. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Das war eine deutsche Masterarbeit, glaube ich, von Studierenden. Die haben das Videospiel gemacht und relativ zeitnah, also das Videospiel ist noch nicht allzu lange draußen und relativ zeitnah wurde dann auch dieses Brettspiel erstellt. Und ich glaube, das wird auch das erste Spiel, was wir von den neuen Spielen anzocken werden, weil es relativ simpel aussieht und, glaube ich, trotzdem recht anspruchsvoll ist und sehr, sehr schön aussieht. In Halle 3 sind wir tatsächlich dann auch nicht weit gekommen, denn wir sind am Feuerland Shop vorbeigekommen. Und bei Feuerland ist mir ein Preis ins Auge gesprungen. Und zwar von Size. Das Spiel wird ja oder wurde mega gehypt. Das ist schon ein bisschen älter. Und ich hatte mir sehr oft überlegt, es zu kaufen.
weil mich das Spiel an sich schon sehr, sehr interessiert. Und es gab das am Messetag, ich glaube am zweiten Tag war es schon komplett vergriffen, aber es gab es am ersten Tag auf der Messe für 50 Euro und da konnte ich irgendwie nicht Nein sagen. Und deswegen ist es jetzt endlich auch mal in meine Sammlung gewandert. Das war aber nicht alles, was wir uns bei Feuerlandspiele gekauft haben. Leider war die Erweiterung von Asche Nova noch nicht vor Ort. Das haben sie, glaube ich, zeitlich nicht so hinbekommen. Aber man konnte ganz geheim in dieser Packung zwei neue Zoopläne, also quasi nur einen, aber in zweifacher Ausführung. Ihr kennt das ja, wer Asche Nova gespielt hat. Vorne gibt es einen Zooplan und hinten. Das sind zwei neue Zoopläne. Die ist, glaube ich, auch nur so auf der Spiel gab. Ich bin mir gar nicht sicher, ob man die irgendwo nachkaufen kann. Ich hätte mir tatsächlich 4 Stück zumindest drin gewünscht, da man das Spiel ja auch mit mehreren spielen kann, nicht nur mit 2 Leuten. Aber es sind auf jeden Fall sehr interessante Zoopläne und für 5 Euro konnte man sich die quasi so mitnehmen. An dem Donnerstag war auch wie gewohnt das Presseevent von Asmodee. Wir konnten uns ein paar Neuheiten anschauen und mein persönliches Highlight war Familiar Tales. Das haben wir uns jetzt nicht gekauft, das war dann im Budget leider nicht mehr drin. Hat mich aber wahnsinnig interessiert. Und wir haben eine Runde, oh Gott, lasst mich jetzt lügen, wie es genau, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es hieß, aber ein Flip'n'Ride von Zombicide. Und das hat es ganz schön in sich gehabt, hat aber auch mega, mega Spaß gemacht. Als kleines Dankeschön von Asmodee, dass man da auf diesem Presse-Event war, gab es dieses Jahr eine Playmat von Gameganic. Und ich muss sagen, die ist echt schön geworden. Das ist die Playmat und ich bin echt am Überlegen, ob ich die mir irgendwie als Mauspad quasi hole, weil ich bin ja nicht so der Trading Card Fan. Ich mag Playmats, ich finde die unglaublich schön, aber im Grunde genommen spiele ich halt eben keine Kartenspiele. Deswegen bin ich echt am Überlegen, die mir einfach an meinen Schreibtisch drauf zu machen als Unterlage. Dann angefixt von Asmodee sind wir natürlich in einen von den beiden Shops gegangen. Man muss immer dazu sagen, Asmodee hat ja mehrere Shops in verschiedenen Hallen irgendwo verteilt. Und wir waren zuerst in dem ersten Shop und da ist mir ein Angebot über die Füße gefallen. Und zwar Aftermath. Das Spiel habe ich schon im Kickstarter verfolgt und hatte mir echt überlegt, mir dieses Spiel zu holen. Hauptsächlich wegen den Miniaturen. Da wird es demnächst auf TikTok ein Unboxing geben, weil ich möchte euch diese Miniaturen zeigen. Die sind so unfassbar hübsch. Und wie gesagt, ich habe es seit dem Kickstarter schon verfolgt. Ich hatte mir zu dem Zeitpunkt, wo es aber im Kickstarter war, erst, ich glaube, The Darkest Dungeon, was hoffentlich demnächst mal erscheinen soll, ankommen soll. Und Daimyo, also 2 Spiele mit sehr vielen Miniaturen, die auch nicht ganz günstig waren. Und deswegen habe ich Aftermath so ein bisschen links liegen lassen. Hat es aber immer so ein bisschen im Hinterkopf, dass ich es eigentlich gerne haben möchte. Und es hat sich irgendwie nie ergeben. Und dann habe ich es im Shop von Asmodee gefunden. Und zwar für 45 Euro. Und da konnte ich nicht dran vorbeigehen. Es ging einfach nicht. Ich musste mir dieses Spiel holen. Und ich bin sehr, sehr happy, dass ich mir das geholt habe. Und im Asmodee-Shop gab es nicht nur Aftermath für mich, sondern auch eine wunderschöne Tasche. Und zwar diese hier. Für diejenigen, die mich auf Twitch schon öfters verfolgt haben, wissen, ich bin ein unfassbar großer Exploding Kittens Fan. Ich hätte mir auch fast, wenn es im Budget gewesen wäre, die neue Version davon geholt. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe diese Tasche gesehen. Die hat 4 Euro gekostet, die konnte man sich dazu kaufen. Das ist so eine Leinentasche, also ich weiß gar nicht, auch so ein Leinensack irgendwie. Und die wirkt sehr, sehr hochwertig. Also die Bände sind sehr fest und trotzdem angenehm zu tragen. Also wir sind viel damit rumgelaufen mit dieser Tasche. Und ich liebe einfach dieses Design. Das ist, oh Gott, ich musste die haben. Ich bin irgendwem, wir hatten die irgendwo gesehen, wo wir die erste Ladung ins Auto gebracht haben. Wir haben die irgendwo gesehen. Ich bin zu diesem Menschen gelaufen und habe gesagt oder habe gefragt, wo hast du diese Tasche her? Ich muss sie haben. Die konnte ich nicht hängen lassen. Die habe ich mir auf jeden Fall auch mitgenommen. Wenn man was bei Asmodee gekauft hat, gab es auch noch 2 Goodies. Zum einen Unlock auf den Spuren der Eisernen Maske als Spiel und noch ein, wenn ich das richtig gelesen habe, eine 2-Spieler-Edition von Exploding Kittens, für die man auch nicht unbedingt das Hauptspiel braucht, also das richtige Exploding Kitten, sondern was man, glaube ich, einfach so spielen kann. Ich habe es mir aber noch nicht genau angeguckt, aber die 2 Sachen gab es umsonst dazu, wenn man sich was bei Asmodee gekauft hat. Bei Asmodee gab es auch tatsächlich jeden Tag irgendein Tagesangebot in den jeweiligen Shops. Also man musste, wenn man die Angebote auschecken wollte, musste man jeden Tag in jeden Shop, es waren 2 Stück auf der Messe,
Und da gab es immer wieder unterschiedliche Angebote. Wir hatten ein relativ großes Spiel gefunden für, ich glaube, 19 Euro, wo wir lange überlegt haben, ob wir das holen wollen oder nicht. Wir haben es dann doch liegen gelassen und Aftermath hatte ich ja am ersten Tag gefunden, gab es am zweiten Tag so nicht mehr. Dafür haben wir am zweiten Tag aber Zwerga, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, gefunden. Und zwar für 25 Euro. Das war auch sehr, sehr günstig. Ich glaube, das ist ein Worker-Placement. Lasst mich aber bitte hier, nagelt mich hier bitte nicht drauf fest. Aber es sieht auf jeden Fall sehr interessant aus und für 25 Euro konnten wir es dann doch auch irgendwo nicht liegen lassen. Am zweiten Tag hatte ich dann einen Termin mit Epics Ideenschmiede. Das ist ein ganz, ganz kreatives Team, was Spiele entwickelt und dann über andere Verlage ihre Spiele published. Und ich durfte mir tatsächlich die Schriftrolle der Geheimnisse als Rezensionsmuster mitnehmen. Ich fand das nämlich so unglaublich hübsch. Da ist einfach, ich zeige euch das mal von hinten, es ist noch foliert, da ist hier quasi so eine Schriftrolle mit dabei, die das Spielbrett ist. Und das fand ich so schön und ich durfte mir das mitnehmen. Dazu wird es auch demnächst ein Video geben, wie wir das zusammen unboxen und ich euch das so ein bisschen erkläre. Das war so unglaublich schön. Das war, glaube ich, lasst mich bitte hier auch nicht lügen, ich glaube, das erste Spiel von ihnen. Und das haben wir uns dann beim Fresh Verlag mitgenommen. Mehr zu dem Interview von Epics wird es auf jeden Fall auf TikTok und Instagram geben. Aber da waren wir beim Fresh Verlag und ich durfte mir das Spiel mitnehmen. Und als wir da vor Ort waren, bin ich um ein Spiel nicht drumherum gekommen. Ist auch noch foliert und zwar Crime Files, Fallakte, die Nordpol Gang. Das ist tatsächlich ein Adventskalender. Und wer mich schon länger auf Instagram verfolgt, weiß, dass wir letztes Jahr zum Dezember hin auf meinem Instagram-Kanal einen Exit-Adventskalender gespielt haben. Und ich habe mir gedacht, dieses Jahr machen wir so einen Krimi-Fall zusammen. Ich freue mich schon wahnsinnig drauf, den im Dezember mit euch zusammen in meinen Stories zu spielen. Dann hatten wir noch einen Termin bei King Raccoon Games, unter anderem um ihr neues Spiel anzuzocken, und zwar Witchcraft. Witchcraft habe ich auf der Hausmesse von King Raccoon Games schon mal gesehen, bin aber nicht dazu gekommen, das zu spielen. Das haben wir auf der Spiel nachgeholt. Nicht nur, dass dieses Spiel unglaublich schön illustriert ist, es macht auch unglaublich viel Spaß. Witchcraft ist eines der wenigen Spiele, die wir wirklich auf der Spiel auch angezockt haben. Es ist so schnelllebig, so schön. Wir hatten noch drei andere Leute, den Spielleiter, mich und Chris am Tisch. Und irgendwann gab es wirklich einfach nur noch so einen schönen Flow, weil die Regeln so einfach sind. Und trotzdem ist dieses Spiel nicht popelig einfach und einfach nur ein Kartenspiel. Es macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Es ist eines der wenigen Spiele, die wir angezockt haben und ich kann es nur empfehlen. Ich glaube, aktuell ist es ausverkauft. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf der Spiel war es irgendwann vergriffen. Ich glaube, samstags, mittags. Es gibt nicht mehr viele Exemplare, soweit ich weiß, vom Verlag. Die müssen das erst wieder reprinten. Also ein absoluter Erfolg. Auch wirklich verdient. Wir waren so frei und haben uns noch ein Autogramm abgeholt von der Künstlerin. Wirklich ein unfassbar schönes Spiel. Und wir durften vor Ort drei Exemplare mitnehmen für unseren 24-Stunden-Spendenstream Saludas. Der findet wieder im November statt. Wir haben ein tolles Programm für euch auf die Beine gestellt. Alle weiteren Infos unten in der Infobox. Checkt das sehr gerne mal aus. Das war aber tatsächlich nicht alles, was wir uns bei King Raccoon Games mitholen durften. Es gab noch so ein paar Printsachen mit dazu. Zum einen ein Übersichtssheet für King Raccoons Erfolgstitel Tsukuyomi. Und was es bis dato auch noch nicht so gab, und ich glaube, das kann man sich auch nicht wirklich nachkaufen, Übersichtsblätter von den Onis zum Spiel Tsukuyomi. Braucht man jetzt nicht unbedingt. Das ist so ein kleines Gimmick, das man bekommen hat, wenn man vor Ort gekauft hat. Für diejenigen, die regelmäßig Tsukuyomi spielen, auf jeden Fall sehr, sehr sinnvoll. Ich freue mich da auch drauf. Und damit hat man das einfach so ein bisschen kompakter und ein bisschen bessere Übersicht, wenn man die Uni spielt. Im Grunde genommen, ein Tag reicht, um sich alles auf der Messe anzusehen. Es gibt aber immer wieder solche Sachen, die man erst später realisiert. Wir waren gefühlt 3 oder 4 Mal schon in Halle 5, sind da durchgegangen und gefühlt beim 100. Mal durchgehen ist uns erstmal ein Schild aufgefallen, und zwar Stock Sale. Und zwar bei Game Brewer. Und da haben wir uns zwei Spiele mitgenommen, die wir beide nicht gekannt haben. Das war aber so ein Schnapper, wo wir gesagt haben, wir können da eigentlich gerade nicht dran vorbeigehen. Es geht nicht, wir müssen uns die Spiele mitnehmen. Und zwar zum einem Castellum. Das ist ein Strategie, ich
Kartenlegespiel. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Wir kennen es absolut nicht. Es hat sich nur ganz cool angehört. Das gab es tatsächlich für 5 Euro. Zusätzlich gab es hier noch Sleeves mit dazu für diese Legekarten. Ich bin mir nicht sicher, ob es Legeplättchen sind oder Karten sind, aber ich glaube, es sind Karten, für die richtig zu schützen. Und dann gab es noch Gentis. Haben wir vorher auch nicht gekannt. Haben es durchgelesen und gedacht, okay, nehmen wir mit. Wir haben dieses Spiel für 15 Euro bekommen. Und als wir das gesehen haben, haben wir gedacht, okay, kurz hinten drauf gelesen, hört sich ganz spannend an, ist ein Zweispielerspiel. Ja, wir konnten nicht drum rumgehen. Also dieser Knaller von 65, vermeintlich im Internet, es gibt ja immer wieder unterschiedliche Preise, zu 15. Wir konnten es einfach nicht liegen lassen, wir haben es definitiv mitgenommen und ich freue mich da schon sehr drauf. Ja, was soll ich sagen? Das ist unsere Ausbeute von der Spiel 2022. Es war unglaublich schön, wieder vor Ort zu sein. Wir waren ja 2019 das letzte Mal auf der Spiel. Dann war Corona da und wir waren einfach unglaublich froh, dass wir wieder da sein konnten. Es war sehr ungewohnt, es war sehr stressig, weil man das einfach nicht mehr gewohnt war, so einen ganzen Tag wirklich, ich glaube, 9 Stunden auf einer Messe zu sein. Aber wir haben uns sehr, sehr gefreut. Ich habe sehr viele Leute, die ich hauptsächlich übers Internet kenne, überhaupt das erste Mal gesehen, wo man sich treffen konnte. Das war richtig, richtig cool. Es ist einfach ein unbeschreibliches Gefühl, so viele Brettspiel-Nerds auf einem Haufen zu sehen. So viele Verlage und auch Indie-Entwickler, die man vielleicht so gar nicht auf dem Schirm hatte. Es ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Und ich muss mir jetzt erstmal Gedanken darüber machen, wo ich meine neuen Schätze einordne, weil im Grunde genommen haben wir keinen Platz mehr im Regal. Mal schauen, vielleicht wird auch das ein oder andere auf eBay demnächst von mir verkauft. Einfach Spiele, die wir gemerkt haben, dass wir die nicht regelmäßig spielen. Checkt da auch sehr gerne mal den Link unten in der Videobeschreibung aus. Und ich würde sagen, ich schnapp mir jetzt, ich glaube, als allererstes Dorfromantik. Und das werden wir spielen. Checkt gerne Twitch und TikTok aus. Da wird noch ein bisschen mehr Content kommen. Ein paar Unboxings von den Spielen und auch vielleicht die ein oder andere Erklärung. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir überall ein Follow da lassen würdet. Und wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was euer Highlight von das Spiel ist. Oder wenn ihr nicht vor Ort wart, welches Spiel ihr hiervon sehr gerne mal spielen wollt. Und dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns beim nächsten TikTok, beim nächsten Livestream, beim nächsten Instagram-Beitrag oder beim nächsten YouTube-Video. Ich würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.